der erste Trainer-Workshop dieser Art in Sachsen-Anhalt allgemein. Neben mir ist der Martin. Unser anderer Martin hampelt gerade im Hintergrund herum. Präsident, den hören wir nachher auch noch, wenn er euch kurz erzählen möchte, was hier bei uns auf dem Trainer-Workshop so Phase ist. Wir werden den Stream mit einigen kleinen Interviews beginnen. Zuerst mit Martin, einem unserer Vereinsmitglieder, dann mit dem L-Präsidenten Martin, anderen höchstpersönlich und noch andere Gäste. Hallo Friedrich, warte mal, wo sitzt du? Da hinten? Mal kurz reinwitten. Ja, der Hintergrund ist nice, oder? Ja, irgendwie passt das Bild nicht so ganz zu dem. Muss mal kurz neu laden hier. Ich würde gerne sehen, ob es hier funktioniert. Ja, Hintergrund ist nice, das hat mein Rücken, was soll ich machen? Ah, ne? Jetzt. Okay, die Werbung läuft. Jo, also, MDRs Trainer-Workshop hier. Mit dabei unter anderem, den wir nachher auch noch mit haben, den Tobias Benz von Euronics Gaming, der euch auch noch einiges zur Teambindung erklären wird und so weiter. Ich muss da hingucken, da ist ja die Kamera. Hallo. So, ist alles da. Wenn ich mal kurz nach hier gucke, kein Wunder, hier ist der andere Bildschirm, wo ich sehen kann, ob alles funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Wenn der Hintergrund zu laut ist, würde ich euch bitten, das in den Chat zu schreiben, dass wir darauf entsprechend reagieren können. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir daran viel ändern können. So, ja, kommen wir mal zum Trainer. Trainer-Workshop. Du bist hier? Bist du auch im Team da oder privat? Nee, ich bin als sportlicher Leiter von Magdeburg eSports hier am Start und wollte mir die ganze Sache mal angucken, wie der gute Martin und wie das alles hier so vonstatten läuft. Und ja, mir mal die Teams angucken, wie das so läuft. Schon beeindruckend, oder so? Ungefähr 40 Leute, der ganze Raum gefüllt hier. Ja. Ja, von Tobi Coach. Danke. Ja, auf jeden Fall ist das ja der erste Workshop dieser Art, hast du ja vorhin schon gesagt. Ja. Und ich bin ganz gespannt, wie das von den Teams aufgenommen wird. Gestern hatten die Trainer ja schon ihre ersten Blog-Seminare gehabt. Hm, warst du auch anwesend? Und nein, ich war nicht anwesend. Ich musste arbeiten. Freitag halt, ja. Und bis jetzt ist die Resonanz eigentlich ganz positiv. Was wird dir so Russland angeboten? Du hast vielleicht einen größeren Überblick als ich. Was zu den Themen, die bearbeitet werden? Ich habe tatsächlich sogar noch weniger Überblick als du, weil das alles an mir vorbei organisiert worden ist. Da ist der Janis Redler, der ist unser LOL-Chef sozusagen. Und der und Martin und der Max Brümel, die haben das Konzept ausgearbeitet. Und ja. Richtig, es ist Hype-Ton und willkommen im Chat. Ja, aktuell 11 Zuschauer, es geht voran. Freut mich, also das ist natürlich auch die Resonanz ziemlich hoch. Genau, ja, also wir haben jetzt ungefähr 4 bis 5 Teams hier am Start, unter anderem die 2 Teams, die Magdeburg eSports spielt, also Team 1 und Team 2, die jetzt auch schon in der ESL-Qualifikation und so weiter mitgewirkt haben. Sonst einige freie Spieler, die sich hier etwas random zu Teams zusammengefunden haben. Natürlich versuchen wir, natürlich das beste Beispiel bei einzelnen Spielern, die zum Team zu formen, das ist ja hier. Jetzt haben wir so eine Art Motivationsseminar. Ich sehe auch, was ich leider nicht zeigen kann, unser Whiteboard, vollgepackt mit Taktiken und Teambildungsfähigkeiten. Hallo Care, schön, dass du auch überwinkst, winken alle rein. Was geht? Ja, Trainer-Workshop geht, willkommen. Genau, jetzt müssen wir kurz warten, bis es hier losgeht. Ich habe schon den Call bekommen, dass wir hier bald mit dem ersten Trainingsspiel anfangen. Das werde ich natürlich für euch casten. Mal sehen, wer mir dabei Gesellschaft leisten wird. Eventuell du oder Tobi Coach. Wahrscheinlich Tobi Coach. Wahrscheinlich der Tobi Coach. Also den kennt ihr auch schon, wer hier regelmäßig unseren Stream verfolgt. Das ist der gute Trainer von Team 1. Der wird uns hier Gesellschaft leisten. Kehr, wie ist der Ton so? Ja? Guckst du überhaupt zu? ja, Refterfalls, bitte keine Links hier posten. Ich sehe es im Chat, dass, wenn du uns sagen kannst, was es ist, gucken wir es vielleicht auch so an. Gut, okay. Nicht wundern, werde ich hier zwischendurch schon mal Launcher starten. Das werdet ihr aktuell noch nicht sehen können. Das werde ich nachher umschalten. Und für die Leute, die vielleicht noch nicht, die vielleicht von dem Trainer-Workshop erfahren haben, aber nicht wissen, dass Magdeburg eSports ein Verein ist. Genau. Oder generell. Ja, Magdeburg eSports erstmal der derzeit größte deutsche eSports-Verein mit 119 Mitgliedern. Und wir versuchen den E-Sport mehr als in mehr, also wir versuchen sozusagen den E-Sport als Breitensport tauglich zu machen. Und da macht sich so ein eingetragener Verein natürlich besser als ein Clan. Also wir sind kein Clan, wir haben. Was ist los? Ach stimmt. Man kann sich nicht anmelden. Es hat funktioniert. Ja. Und um einfach mal einfach zu sagen, jo. Ich bin online. Lass mich mal einladen. Wir streamen gerade. Versuch's gar nicht erst. Die ist hier. Fuck man. Wir sind hier professionell, verzieh dich. Jo, das erste Spiel gleich los an der Stelle. Jo, okay. Wir starten schon, passt alles. Jawohl. Also ist noch die Einladung. Ja, Magdeburg eSports, einer der ersten eSports-Vereine. Reinen Basisversuch.
was eben nicht ins Professionelle eingeht. Trotzdem versuchen wir natürlich für alle das zu machen. Da kommt die Einladung, hervorragend. Er hat seinen Namen geändert, finde ich schön. Mhm. Hört MDR Sachsen-Anhalt. Gut, zuschauen. Genau, das scheint jetzt Magdeburg Team 1 gegen Magdeburg Team 2 zu sein. Das könnte spannend werden. Spannend, genau. Ja, es ist erstaunlich, dass in Magdeburg in der Umgebung so viel Interesse für E-Sport herrscht, dass wir eben das Spiel schaffen, drei Teams hier voll zu bekommen. Mhm. Mit doch recht passionierten Gamern, die auch alle mehr oder weniger erfolgreich auf ihren Elos unterwegs sind. Ja. Ich denke, das hat auch was ein bisschen mit der Uni zu tun. Gerade hier die Uni mit AKGamex als Game Developer Verein und auch viele auf die große informatische Fakultät. Ich denke mal, viele Leute dabei, die E-Sports technisch gut drauf sind. Ja. Ist auf jeden Fall cool. Facebook kann ich auch machen, ja. Genau, so, die ersten Spieler sammeln sich langsam. Ich hoffe, den Facebook-Sound ausgemacht. Oh, schönes Bild von mir. Jo, wir sind live, 12 Zuschauer, es geht voran. Jo, sind noch ein paar. Da. Genau, dann warten wir jetzt darauf, dass wir es gesammelt haben. Natürlich noch einige Unordnung hier. Das erste Seminar wurde vorhin schon abgeschlossen, haben wir gesehen. Da wurde größtenteils über Gang-Taktiken gesprochen. Also wir versuchen natürlich auf allen Bereichen, sowohl des Taktischen als auch des Zwischenmenschlichen hier zu interagieren. Das wird eine besondere Herausforderung für unsere Trainer vor allem. Also in erster Linie ist das ja ein Trainer-Workshop und da wird es sicherlich für einige Trainer eine besondere Herausforderung sein, gerade für den Trainer des zusammengewürfelten Teams, da Leistung abzurufen. Das wird für die Trainer sowohl eine gute Erfahrung werden, als auch für die Spieler, denke ich mal. Auf jeden Fall. Das ganze Wochenende stehen wir euch jetzt quasi zur Verfügung. Ich glaube, ich werde auch durchgehend streamen, so wie gesagt wurde, dass ich noch Nachtwachen halten soll, weil wir den Raum nicht abschließen können. Ja. Genau. Das sind so die Pläne. Mal gucken, wer alles so da ist. Wo der Herr Benz sich aktuell rumtreibt. Da hinten. Der wird nachher noch zu uns stoßen. Mhm. Ja, vielleicht werde ich heute Nacht noch ein bisschen was anderes streamen außer League of Legends. Mal gucken, was ich so darf. Eigentlich bin ich ja nur hier, um die Internetleitung zu abusen. Ja. Also, zu Hause in seinem Dörfchen von 57 kb. Download hier zu 58 mb. Also die Steam Library vollgehauen. Ja, das kann man mal muss man ausnutzen. Uni-Leitung muss man einfach ausnutzen. Genau. Aber zu dem Thema, was ist eigentlich deine Aufgabe als sportlicher Leiter von Magdeburg E-Sport? Ich habe es gesehen, dass du dazu ernannt wurdest in so einem schönen Ornigramm, was ich mir angucken kann. Was sind so die Bereiche, in denen du aktiv bist? Ich versuche sozusagen sämtliche sportlichen Aktivitäten, also sowohl gamesportlich als auch richtig sportlich, also fitnesstechnisch, unter mir zu vereinen, zu sammeln, da Ansprechpartner für alle Teams zu sein, auch Ansprechpartner dann später zu werden für Teams, für andere Teams, um die dann an, entweder weiterzuleiten an meine treuen Untergebenen, Teamleiter oder selber Scrims zu organisieren, solche Geschichten. Und siehst du, Magdeburg ist auf einem guten Weg in dem Bereich? Magdeburg ist ja bis jetzt, sehe ich, auf einem sehr guten Weg in dem Bereich, wenn ich sehe, dass Magdeburg halt, wie gesagt, die meisten Mitglieder hat. Und ich denke auch, hier ist die Bereitschaft auch sehr groß, wirklich professionell was zu machen. Da kommen im Hintergrund wieder Anweisungen vom großen Chef. Und nee, auf jeden Fall sehe ich Magdeburg E-Sports auf einem sehr guten Weg. Wir versuchen auch gerade einen Vereinsheim zu organisieren, damit wir auch dann mal Präsenztraining machen können. Und ich versuche auch gerade Konzepte für Jugendtraining, für Jugendarbeit hier auszuarbeiten. Und mal gucken, vielleicht haben wir ja dann in einem Jahr, in einem halben Jahr die ersten Jugendmannschaften unter uns. Mal gucken. Ist ja viel Interesse vorhanden, weil ich weiß, gab schon einige Anfragen in diesem Bereich. Ein paar gab es, aber wir haben es ja auch öfter ausgestellt oder auf den Hochschultagen, habe ich gesehen. Dann war ich persönlich bei diesen, ich habe Jugendtagen, hinten am Allee-Center gab es auch noch einige Aktionen, da kam auch relativ viel Interesse auf uns zu. Ja. Also auch die Öffentlichkeitsarbeit von Magdeburg kann sich bisher sehen lassen, ohne jetzt selbst zu Lobhudeleien, wie es so schön genannt wird. Magdeburg E-Sport hat schon einen sehr guten Ruf, denke ich mal, sowohl bei den E-Sports-Vereinen als auch bei den ganzen Firmen. Da, denke ich mal, hat Martin ziemlich gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Und auch in der Politik werden wir auch langsam, sagen wir mal, bekannt. Wahrgenommen ist ja auch immer so ein Streitthema aktuell. Ja. Ich habe neulich jetzt wieder einen Artikel von GK E-Sport über E-Sport gelesen, allgemein, worunter auch sehr kontroverse Diskussionen geführt wurden. Meist nicht immer ganz so, wie man Diskussionen führen sollte, aber es ist etwas aufgeheizt, die Stimmung. Ich muss auch sagen, kann, dass inzwischen viele Länder E-Sport als richtigen Sport anerkennen. Nur halt Deutschland, Frankreich ist es ja. Hallo?
Genau, als nächstes hören wir dann laut der Meldung, die ich bekommen habe, den Tobias Benz, den Leiter von Auronix Gaming, der für das Team Development verantwortlich ist. Genau. Der unterhält sich aber gerade noch. Mal sehen, ob wir ihn in Public vor die Kamera bekommen. Mhm. Wenn es hier ein bisschen klickt, kein Wunder, da ist der Social Media Typ. Genau, dann liegt auf den Schwerfen 12 Zuschauer, es geht voran. Schön, dass sich hier so viele eingefunden haben. Die Spiele sind auch bald starten. Wir sind die ersten Spieler, haben wir schon gesammelt. Also Team 2 bis 1 ist fast vollständig verhalten. Nur die beiden sind da falsch eingeordnet. Mhm. Genau, also bisher alles relativ even, was die Division und sowas angeht von der Elo her. Also so relativ ausgeglichene Matches werden. Spielst du selbst eigentlich League of Legends? Nein, ich habe bis jetzt noch nie einmal League of Legends gespielt. Ich hatte zwar immer öfters mal, wenn ich Leuten zugeguckt habe, gedacht, ja, komm, jetzt könntest du dir mal anzunehmen, aber ich bin dann so jemand, wenn ich erstmal mit was anfange, dann möchte ich es auch gut spielen und das kann mein Real Life einfach nicht verantworten gerade im Moment. Zu aufwendig? Ja, nein. Was ist denn deine Erfahrung? Wie bist du zu E-Sport gekommen eigentlich? Was ist deine bisherige Erfahrung in dem Bereich? Also, da werden jetzt einige sicher lachen, aber ich bin durch Nintendo eigentlich zum E-Sport gekommen, eher durch, weil ich ein sehr aktiver oder immer noch ein sehr aktiver Mario Kart Spieler bin. Mario Kart hat einer der größten E-Sports Szenen in den Jahren 2008 bis 2010 gehabt, was aber niemand mitbekommen hat, weil Nintendo in der Hinsicht leider relativ uneffektiv ist, das Ganze zu vermarkten. Ja. Und ja, so bin ich dann halt dann irgendwann über Computer, über CSGO dann in den E-Sports gerutscht. Und im Moment spiele ich aktuell jetzt nichts aktiv in einem Team oder so, aber bin eigentlich überall dabei. Ich denke, ich bin ein guter Allrounder überall. Mal gucken, was sich so anbietet. Und als CSGO-Spieler kann ich dir fragen, was denkst du über unser aktuelles CSGO-Team? Es hat sich ja in der Damage-Liga ein bisschen relativ geschlagen, relativ souverän vor allen Dingen auch. Siehst du da noch Bereiche zum Weiterentwickeln? Also was glaubst du, wie die Saison bisher so läuft und abgeschlossen werden könnte? Na, ich bin überzeugt, dass unser Team gut schneiden könnte, beziehungsweise effektiv. Mhm. Inwieweit man, also ich will jetzt auch nicht zu weit in die Zukunft blicken, aber Hauptsache unsere Teams sammeln erstmal Erfahrung. Das ist das Wichtigste. Dass die Teams Erfahrung sammeln, dass sie mit dem Trainer, dass sie mit dem Coaching klarkommen und dass, wie gesagt, Erfahrung sammeln ist in dem Stadium jetzt erstmal das Wichtigste. Genau. Das ist meine Meinung. Zu den Zuschauer, am Dienstag ist auch wieder der nächste Tag der 19er Damage Liga. Unser Team wird da spielen. Da werde ich mit dem netten Mann hier gegenüber, dem Care, einem unserer Verantwortlichen für CSGO, zusammen das Spiel casten. Natürlich auch wieder hier auf dem MDS eSport und Twitch-Kanal. Wäre schön, wenn ihr zahlreich erscheint. Die Teams haben sich gesammelt. Gut. So, was wollen die hier alle mal von mir? Können die sich mal einigen hier? Okay, ja, wir haben natürlich auch davon gesprochen, dass natürlich auch körperliche Fitness hier etwas trainiert werden soll. Mhm. Wir ernähren uns hier ganz gesund, also das einzig Koffeinhaltige, was wir haben, ist Kaffee. Richtig. Der Rest sind Bananen. Wie wichtig ist die körperliche Fitness? Ich sehe, du bist etwas breiter gebaut als ich. Oder wie wichtig findest du körperliche Fitness allgemein für den E-Sport? Man sieht ja öfter so andere E-Sport-Größen, die sich auch Bilder aus ihrem Fitnessstudio posten. Ja, körperliche Fitness ist in der Hinsicht, ich sag mal so, es ist schwierig. Also es gibt natürlich auch E-Sportler, die auch ein bisschen korpulenter sind, so keine Frage. In erster Linie ist für den E-Sport wichtig halt die geistige Fitness, also dass geistig halt alles fit ist, was ja auch der Hauptgrund, das Hauptmerkmal des E-Sports ist. Allerdings finde ich, da der E-Sport ja im Kommen ist und auch sehr viele Jugendliche da beeinflusst, sollte man halt irgendwann sehen, ja okay gut, ich bin jetzt E-Sportler, ich habe eine gewisse Vorbildwirkung für die Jugend und sollte deswegen versuchen, mich da ein Zeichen zu setzen und mich zumindest vernünftig ernähren. Fitness ist die Frage, also ich mache jetzt auch keinen großen Fitness-Sport oder so. Weiß nicht, also das ist halt ein Thema, wo man im Moment streiten kann. Mhm. Weil ja vielerweise ist Ausgleichssport relativ wichtig, ist auch für die geistige Fitness. Ja. Und dann so von Thorin unter anderem, einem großen E-Sport-Analytiker, allerdings auch von einigen Trainern, die hier anwesend sind. Der unterhält sich immer noch. Ja, ja, wir müssen einfach mal hier ein Zeichen geben, dass er das mal kommt. So. Ah, Yoshi, was geht?
Stay Hype, PSDN Hype, jawohl. Also, ich hätte es da, 18 Zuschauer, schön, dass das Interesse groß ist. Jo. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt mal den Tobias Benz hier vor die Kamera kriegen. Du kannst mal fragen, ob er vorhin die Zeit hat. Ja, es war noch ein Gespräch. Genau, also.